Liebe Sophie, bald bist du schon 100 Jahre alt. In meinem Brief wollte ich dir ein paar Dinge sagen. Du warst ein sehr tapferes Mädchen und mutiges Mädchen, was bestimmt sehr viele fasziniert hat, auch mich. Als ich den Film über dich sah, ging mir vieles durch den Kopf. Als du, Sophie, meintest, Hans, ich möchte mitmachen, das hätte ich im Moment nie gedacht. Mein erster Gedanke war, die ist jetzt bestimmt total sauer. Jedoch wurde einem danach total klar, was du eigentlich mit den Flugblättern bewirken wolltest. Wäre ich du an der Stelle, hätte ich ohne zu zögern genau dasselbe getan. Jedoch mit einer großen Angst dahinter. Und die Angst hattest du eben nicht. Und das hat dich ein Stückchen tapferer gemacht, als du schon warst. Um ehrlich zu sein, habe ich total viel an dir bewundert. So eben wie du der HJ beigetreten bist, als du mit Hans geredet hast, dass du mitmachen möchtest, genauso wie du die Flugblätter runtergeschmissen hast. Als du meintest, ich sterbe nicht umsonst, ich stehe an der richtigen Seite, hat mich schon etwas berührt. Du bist als Erste gegangen, um mit dem Tode bestraft zu werden. Du wolltest nur alles verhindern und Gutes tun, somit alles richtig gemacht. Du wolltest nur, dass es Frieden gibt und dass es den Menschen damals gut geht. Jedoch bist du viel zu früh von uns gegangen. Du hattest noch ein komplettes Leben hinter dir. Du warst definitiv zu jung, um zu sterben. Der Tod von dir und deinem Bruder Hans hat bestimmt deine Familie sehr mitgerissen. Leider sehen die Menschen das Gute in einem viel zu spät. Du bist bestimmt für einige ein großes Vorbild. Ich bin in Gedanken bei dir, ich bete für dich. Wir werden uns bestimmt irgendwann im Himmel sehen, deine Victoria.